So, heute erklären wir erstmal die Subtraktion bei Brüchen. Das geht ganz einfach. Das heißt, das Minusrechnen erstmal bei Brüchen. Das ist fast wie beim Plusrechnen, und zwar müssen nur die Nenner gleich sein. Wir haben hier 18 im Nenner und hier haben wir 6 im Nenner. Wir gucken dann, mit welcher Zahl wir was multiplizieren müssen, damit die gleichen Nenner da sind. Das kann man sofort eigentlich schon sehen. 6 mal 3, dann hätten wir hier 18. Und hier steht auch schon 18, also wird das schon mal funktionieren. Also wir brauchen einfach nur den gleichen Nenner. Das heißt 8 Achtzehntel minus, und wir müssen jetzt ja 6 auf 18 bringen. Zum Beispiel wären dann mal 3, und die 2 muss dann auch mal 3 genommen werden. Wir erweitern also mit 3, das heißt, wir hätten hier 18 im Nenner, und 2 mal 3 ergibt was? Ist ganz einfach 6. Und dann, wie bei der Addition, Nenner wird einfach nur hingeschrieben. Und 8 minus 6 ergibt 2. Das heißt, wir hätten 2 Achtzehntel gekürzt, ein Neuntel. Und das ist auch schon ganz einfach. Das heißt, wir merken uns, auf gleichen Nenner bringen haben wir hier. Und dann Zähler minus Zähler. Nenner bleibt gleich. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.